Aufgewacht, Leute, die Zeit des Winterschlafs ist vorbei und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von What's Up, dem OPIAS Monatsrückblick im März. Was war los? Was gibt's Neues? Diese Fragen stehen wie immer an der Tagesordnung. Fangen wir am besten gleich an. Vor ziemlich genau einem Jahr ging's los, da kam Zoo 2 Animal Park nämlich in den Play Store. Zum Geburtstag gab's gleich mal ein Update mit neuen Fellvarianten für Ziege, Pferde und Schafe. Im März ist in Zoo 2 aber noch ganz viel weiteres passiert. Zum Beispiel gab's die lang ersehnten Eisgehege mit entsprechend neuen Tieren, den Eisbären, Schneehasen, Polarfüchsen und Kaiserpinguinen. Und weil ein Zoospiel ja nie genug Tiere haben kann, haben wir über Instagram und Facebook einen Aufruf gestartet, bei dem ihr eure Vorschläge für ein neues Tier einbringen konntet. Gewonnen hat übrigens das Okapi. Die Grafikabteilung hat schon mal eine schöne Skizze angefertigt und in den nächsten Tagen wird dann dran gearbeitet, das Tier ins Spiel einzubauen. Zu gewinnen gab es einen großen Haufen Diamanten für Zoo 2 Animal Park und wenn ihr in Zukunft auch immer über die neuesten Aktionen und Events Bescheid wissen wollt, dann folgt am besten unseren Social Media Kanälen. Im März war ja auch Internationaler Frauentag und zu dem Anlass haben wir uns mit zwei Kolleginnen zusammengesetzt und ein bisschen über ihre Erfahrungen als Frau in der Programmierung gesprochen. Eine tolle Aktion, um mit Geschlechterklischees in der Berufswelt aufzuräumen, ist der Girls Day. Ein Aktionstag, bei dem Schülerinnen die Möglichkeit haben, in verschiedene Berufe reinzuschnuppern. Auch wir waren dieses Jahr im März wieder mit dabei und hatten einige Gäste im Haus. Sie dürfen so eine kleine Homepage machen, wo sie Tiere füttern mit verschiedenen Sachen, wo die Tiere dann dementsprechend drauf reagieren. Die Mädels bisher haben mega Spaß, waren auch sehr begeistert vom Programmieren, haben auch sehr viel Bock mitgebracht und ja. Ich bin guter Zuversicht. Mehr Eindrücke vom Girls Day bei OPIAS findest du in einem separaten Video. In Optasia ist jetzt die erste Runde des Events Globales Optasia vorbei. Gesucht waren Deko-Items, die dann ins Spiel eingebaut werden. Und in der ersten Runde hat die Spielplatzschaukel gewonnen. Herzlichen Glückwunsch und auch vielen Dank für alle Einsendungen, die es nicht geschafft haben. Da waren wirklich tolle Ideen dabei. Aber es ist ja noch lange nicht vorbei, denn das Event hat insgesamt 4 Runden. Schaut doch am besten mal rein unter upias.com/events. In Dark Gnome kämpfen die Zwerge seit einiger Zeit gegen eine Bedrohung gigantischen Ausmaßes. Als Mitglieder einer Gilde könnt ihr nämlich Titanen beschwören und beweisen, dass ihr würdige Vertreter des Zwergenvolks seid. Seit Anfang März gibt es die Gigantoqualle. Das Riesenvieh macht sich für seine Angriffe das Wetter zunutze, aber mit einer schlagkräftigen Truppe könnt ihr das Teil besiegen. Außerdem ist Dark Gnome jetzt auch weltweit für deutlich mehr Spieler interessant, denn es gibt jetzt auch eine englische Sprachversion. Das war der März, jetzt kann der April kommen und damit auch die ganzen Oster-Events, die in allen möglichen Spielen vor der Tür stehen. Am besten einfach unsere Social-Media-Kanäle oder den Blog im Blick behalten, da bist du immer bestens informiert. Na dann bis zum nächsten Mal und wie immer viel Spaß beim Zocken.